habe einen Gully in der Nähe auf Ihrer Karte markiert. Er führt Sie direkt unter das GCPD. Gute Arbeit, Alfred. Und, Sir, versuchen Sie doch dem Dreck fernzubleiben. Denken Sie daran, wer Ihren Anzug reinigt. Jawohl. So, dann wollen wir mal versuchen, sauber zu bleiben. Hallo, Batman? Hier ist Barbara. Sorry, dass ich mich in deinen Funk einhecke, aber ich bräuchte einen Gefallen. Ein paar Kisten mit Beweismaterial sind verschwunden. Richtiges Armeezeugs und niemand kümmert sich darum. Ich schicke dir die GPS-Koordinaten. Setz dein Waffenstörsystem an jeder Kiste ein. Dann gehen die Schaltkreise flöten und das Zeug wird nutzlos. Ja, nochmal so eine... Nochmal so eine Mission am Rande. Ja, toll. War der Klingelton wieder zu laut oder warum habt ihr mich mitbekommen? Kann ja nicht wahr sein hier. Ja. Ah, den Klingelton lasse ich auf laut. Direkt bei Yamba 5 Euro bezahlen. Nicht wahr? So. Ja, das war natürlich jetzt für den Arsch. Gut, wo sollen wir denn hin? Ach so, hier im Bereich gleich noch. Kanalisation zum Revier. Oh, das ist ein Heli. Gucke an. Aber der kriegt uns nicht mit. Gut. Oh, Richtung Hamilton. Oh, hier ist die Polizei wieder. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, hier oben ist eigentlich Quatsch, oder? Okay, genau hier. Wir müssen also hier runter. Mal sehen, ob ich richtig mit meiner anderen... Ja, klar, hier ist ein Gullideckel. Das sieht doch schon mal perfekt aus. Und wir sind hinten rum reingekommen und haben uns den Ärger gespart. Passt. So. Jetzt sind wir hier. Das sind Black Masks, Männer. Nicht die Art Typen, die ich in der Kanalisation erwarten würde. Oh, Wahnsinn, ein kleiner Ninja. Könnte schlimmer sein. Wenigstens hat er einen Kampfkunstexperten geschickt, um uns zu schützen. Kampfkunstexperten? Na, den wollen wir gleich mal ausprobieren, den Kampfkunstexperten. Nein, vor der Fledermaus, du Idiot. Die Fledermaus? Als hätte die heute Nacht nichts Besseres zu tun, als... Gut, dann hast du direkt eine reingekriegt. Komm, kriegst du noch eine. Bam, bam, T. Jawohl. Battle Ranks, ein bisschen rumgespielt. Hä? Ich hab gekontert, mein Freund. Ja, manchmal also, ich weiß nicht in welchen Momenten, ob ich da manchmal kontern falsch drücke. Aber ich habe so das Gefühl, er macht das manchmal einfach nicht. Na gut, ab und zu hat Batman vielleicht auch meins in die Fresse verdient. Na. Stufenanstieg. Da kannst du mal sehen. So. Dann gucken wir uns nochmal das schöne Zeug an hier. Was ist das? Ach, Erschütterungszünder. Ja, ich setze da nicht so drauf. Hier haben wir wieder... Was haben wir hier? Ach ja, das ist die Multikombo. Und hier haben wir wieder kugelsichere Panzerung. Ja, dafür nehme ich nochmal ein Stück mit. Passt. Und nächstes Mal dann wieder die Panzerung für die Nahkampfangriffe. Sieht man ja auch oben links schön, wie sich halt zusätzlich der Lebensbalken verlängert. Okay, müssen wir durch. Thanks.
Steht nur hier. Was ist da? Nichts für uns Relevantes. Okay. Ja, super Timing. Nein! Bisschen falsch angedockt hier. Okay, sind aber bloß zweite Klasse Gegner. Dann nützt ja auch deine super tolle Maske nichts. Benutzen kann ich das nicht, oder? Okay, was macht er da? Wir müssen hier irgendwo hoch. Na, guck an. Und hier haben wir wieder Knopf. Gut. Was hab ich jetzt gemacht? Das Gitter da hinten? Hab ich das geöffnet? Ah, guck mal, da haben wir doch wieder ein Ziel. Sonst kommt es da raus. Ah, jetzt kann ich da rüber, indem ich die Fernlenkralle benutze. Bam. Überraschung. Okay, der ist direkt ausgenockt. Hier ist nichts Interessantes. Ne, nicht wirklich. Hier alles geschützt ist mit. Pumpezugang. Und jetzt kommen wir da unten rein. Tja, ich würde sagen, ab geht die Luzi. Das war kein Gleittritt. Gut, das ging fix. Nebenziel. Ziemlich ähnlich. Klitschen hochjagen. Ein Haufen von denen wird von uns bezahlt. Wenn du mich fragst, wird er langsam geräuscht. Ist bestimmt der Stress. Er tut mir fast leid. Was? Wo will ich denn jetzt lang? GCPD oder zur Train Station? Ich glaube, ich muss erstmal hier lang. Ja. Ich bin direkt unter dem Revier. Warum bringen Black Masks Leute hier Sprengsätze an? Die Cops standen schon immer auf seiner Gehaltsliste. Oh nein, wir haben wieder so einen gepanzerten Typen. Habe ich ausgeschaltet. Jetzt kann ich mich gleich um den doofen gepanzerten Typen hier kümmern. Was? Hältst du halt mehr aus oder was? Bam! So, mein Freund.
Das lief doch mal besser. War aber auch nur ein gepanzerter Typ dabei. Rauf geht's. Okay, wir haben Kampfexperten dabei und so ein Hulk, klein, bloß nicht grün. Und ein mit einer verfickten Waffe. Na. Jetzt konnte ich die Kombo leider nicht einsetzen. Lass du die Waffe in Ruhe. Weg. So, der Hulk liegt. Master Blues, Sie befinden sich direkt unter dem Revier. Die Telefonkabel müssten sich vor Ihrer Nase befinden. Ja, ich sehe ganz viele Kabel hier. Okay, der kleine Schrank hier. Alfred, bestätige den Zugriff auf die nationale Verbrecherkartei. Verbindung bestätigt. Sie können jetzt die DNA analysieren. Ich schicke Ihnen noch die Akte zum Lacey Towers-Fall. Die Polizei besitzt eine Akte über Roman Sionis. Sionis gehört wohl die Gotham Merchants Bank, wo er das Geld seiner illegalen Geschäfte gewaschen hat. Wegen der Geldmengen hat er die Tresore mit biometrischen Scannern abgesichert, damit nur er Zugriff auf das Geld hat. Und nur er hat Zugriff auf ihr biometrisches Sicherungssystem. Alfred, ich habe genug Informationen, um den Lacey Towers Fall zu lösen. Es lief wie folgt ab. Oh, da mache ich mir doch mal Zigarettchen an. Zurzeit glaubt die Polizei, dass Roman Sionis tot ist. Das Opfer eines Bandenkrieges. Ermordet vom Pinguin. Aber ich weiß es besser. Jemand hat Sionis Freundin eingeschüchtert. Er hat sie in sein Versteck geschickt. Was allerdings nicht mehr sicher war. Dann ist Sionis aufgetaucht. Bereit für Ärger. Den er dann fand. So scheint es. Roman war schon immer paranoid, deshalb hat er wohl so lange überlebt. Hat einen Köder reingeschickt. Für das Überraschungsmoment. Aber es hat nicht gereicht. Es gab einen Kampf. Sionis verlor. Der Killer erschoss den Doppelgänger sofort, aber Roman wollte er lebendig, für Zugang zum Geld in der Gotham Merchants Bank. Mit Sionis unter seiner Kontrolle musste er nur noch die offenen Dinge erledigen. Was für ein Monster zwingt einen Mann dazu, seine Liebste zu erschießen? Der Joker. Er ist der Schatten, den ich jage. Jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Zur Gotham Merchants Bank. Kannst du wieder sagen, geile Storyline? Alfred, sieh nach, ob du irgendwelche Infos zu jemandem namens der Joker finden kannst. Ich bin dabei, Sir. Es scheint aber nichts über ihn zu geben. Was wissen Sie über ihn? Nicht viel. Aber er hat Black Mask als Geisel genommen. Geisel? Also ist Sionis nicht tot? Ich glaube nicht. Nach meinen Informationen ist er dem Joker lebendig mehr wert. Der Joker braucht ihn, um in die Gotham Merchants Bank einzubrechen. Ich bin jetzt auf dem Weg dorthin. Gut. Also sind wir auf dem Weg dorthin. Ach, hier geht's direkt raus. Das ist aber praktisch.
Okay, da geht's nicht für uns raus. Aber hier. Du bist wirklich herzlichst. 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 Du bist wirklich herzlichst zur Feier eingeladen. Und es wird ein tolles Fest. Tolles Fest. Tolles Fest. Was denn das? Und es wird ein tolles Fest veranstaltet vom Hatter. Wir hoffen sehr, dass du auch kommst. Du auch kommst. Du auch kommst. Oh Gott. Wir hoffen sehr, dass du auch kommst, um Spaß mit uns zu haben. Okay. Sei herzlich gegrüßt, Batman. Ich bin Jervis Tetch, Erfinder, Unternehmer und Teilzeitherrenausstatter. Du fragst dich sicherlich, warum ich an dich herantrete. Nun, ich würde gerne mit dir über eine Beschäftigungsmöglichkeit reden. Wenn du dich also bei der Adresse auf der Rückseite dieser Aufnahme einfinden würdest, könnten wir... Hilfe! Bitte! Wenn mich jemand hört, er will... Oh, kümmere dich nicht um Alice, die arme Kleine. Sie ist etwas aus dem Häuschen, ist ja nicht ihre Schuld nach all dem, was sie durchgemacht hat. Aber bald ist sie wieder in Ordnung, keine Sorge. Besiege Jervis und rette Alice. Sei herzlich gegrüßt, Batman. Ich bin... Okay. Gut, gucken wir mal, was wir zuerst machen. Erstmal hier raus. Passt ja wieder zum Teilherrenausstatter. So, ich könnte jetzt natürlich gucken, was näher dran ist. Aber das ist mir eigentlich relativ egal. Hier ist das Hauptziel. Okay, das ist dann doch näher dran hier. Dann kümmern wir uns erstmal um diesen Mad Hatter. Kleiner Soundbug. Also ich höre auch gerade nicht, wie er fliegt und jetzt gleich abspringt. Naja, man kann ja alles perfekt machen, Digga. Okay. Kurze Kampfeinlage. Soll nicht allzu lang... Oh! Gut, da kommen doch mal ein paar. Noch einer da? Oh ja, komm, steh mal auf, steh auf, komm. Bam, Junge. So, dann wollen wir uns das auch mal das als Hauptziel markieren, damit er uns dann auch direkt dahin führt. So. Noch ein paar. Jo, frohe Weihnachten. Wir haben ein etwas anderes Weihnachten, aber hat alles so seine Vorzüge. Bam. Tja, habe ich dir schon erzählt, dass ich Stahlkappen trage? Nicht? Na, jetzt weißt du es. Noch ein paar hier. Okay. Ihr kriegt mich nicht mit. Dann gehe ich einfach mal so rein. Gut, gut. Sonst riechen sie einen ja schon förmlich auf 5 Meter. 5 Kilometer. So. Jetzt sind wir in diesem komischen Hutladen. Vorsichtig, ich möchte Unfälle vermeiden. Alles muss perfekt sein. Natürlich.
Natürlich, Sir. Du musst mich immer mit Sir ansprechen. Hast du verstanden? Ja. Ja, was? Ja, ich habe verstanden. Ja, ich habe verstanden, Sir. Ja. Nein, Sir. Natürlich. Und das macht dich wahnsinnig. Oh Mann. Jetzt werdet ihr alle zuhören müssen, weil ihr keine Wahl haben werdet. Ich sollte aufräumen, bevor mein Gast eintrifft. Bin aber schon da. Ich hoffe doch, alles geht es gut. Nein, ich habe schon wieder die Kombo versaut. Mann. Schrecklich. Was ist mit so einen scheiß Hutträgern hier? Hutträgern. Häschen, was auch immer die darstellen sollen. So, bei unserem Hauptfitzel. Da bist du. Wie wunderbar. Es ist wahrhaft eine Ehre, deine... Wo ist das Mädchen? Warum redest du da? Alles. Ausgezeichnet, dann weißt du ja, warum du hier bist. Wovon redest du da? Oh, vielleicht sind wir ja doch nicht auf demselben Stand. Berichtigen wir das. Tick-tack, die Zeit läuft. Hm? Was hast du getan? Oh, was denn nun? Oh Gott, wo sind wir denn? Willkommen im Wunderland, Batman. Dort habe ich alles zum ersten Mal getroffen. Ach, welch grandiose Abenteuer wir erlebt haben. Okay, ich kann die Kamera nicht mehr frei bewegen. Aber sie haben sie mir genommen, süße Alice. Verloren und allein. Ich musste sie finden, musste sie nach Hause bringen und das habe ich. Das war eine Reise, sage ich dir. Aber sie ist wieder hier. Sicher bei mir. Was jetzt? Dennoch, die Mächte der Königin sind überall. Wollen sie zurückgewinnen? Deswegen habe ich sie hierher gebracht. Okay, irgendwas muss ich hier machen. Wer könnte Alice besser beschützen als Batman höchstpersönlich? Wegen dem scheiß Elektrokram. Ah, steht's immer dran. Ich glaube, ich muss hier die Batarangs einsetzen. Warte mal. Ah. Ja, ich will hier nicht runterfallen, deswegen bewege ich mich mal etwas langsamer mal an. Okay. Das hat geklappt. Jetzt hier rüber. Oh Gott. Hat keiner gesehen. Ja, ich stehe auf Stromstöße. Für ein Riesenvieh, oh je, du scheinst ja ganz verdreht zu sein. Wo geht es raus, wo geht es rein? Oh je, du bist ganz allein. Nu? Hä? Ist das jetzt richtig? So, so, du hast es also geschafft. Oh Gott, das war noch zum Glück etwas einfach. Angestrengt, oder? Hat dir Willenskraft genommen? Die Gedanken werden schwer. Du kannst kaum noch die Kontrolle behalten. Bald. Was denn du? Bald. Hinter einem Spiegel. Gibt es nicht nur Blumen und Teepartys. Im Wunderland gibt es sogar ziemlich viele Kreaturen. Ich lock die mal ein bisschen ein. Das Beste und das Schlechteste. Keine Sorge. Alles ist in guten Händen.
Wie viele kommen denn da noch aus diesem scheiß Spiel oder was? Nicht wahnsinnig alles? Verrückt? Es gibt einen Unterschied. Ich hab zwar vergessen, aber vertraut. Aha. Du fragst dich bestimmt, warum ich dich hier heruntergebracht habe. Es ist so, ich habe ein Wundergerät erfunden. Eines, das Gehorsam erzwingt. Bei schwächeren Gemütern funktioniert es einfacher. Einmal meine Kreation aufgesetzt, stehen sie unter meiner Kontrolle. Bei stärkeren Individuen muss man allerdings etwas grober vorgehen. Komme ich da hoch? Und das, mein Freund, bringt uns zum Hier und Jetzt. Du bist mein Humpty. Wand hochkrabbeln? Hä? Verstand zerbricht. Okay, nicht. Wenn ich die Stücke wieder zusammensetze, bist du mein. Ich probier's. Das sieht immer aus wie so eine. Na, okay, da lag ich wenigstens richtig mit. Na, zum Glück. Wenn man das Spielchen mal so ein bisschen verstanden hat, dann geht das. Man kann sowas ein bisschen vorausahnen. Okay, das ist ein bisschen dolle offensichtlich hier, an einem Löffel so ein komisches Teil zu positionieren. Aber wir sind ja hier im Wunderland. Da ist ja alles wunderlich. Bloß, das hat nicht funktioniert. Falsche Richtung. Jetzt funktioniert's. Auf einer Untertasse in einem Kaffeefluss. Das ist natürlich auch mal was anderes. Apropos Kaffee. Ich glaube, ich nehme mal einen Schluck. Wusstest du, dass sich die Zeit hier in 7 verschiedene Richtungen bewegt? Aber du begnügst dich mit einer vorwärts. Immer vorwärts. Versuchen wir also nicht mal zurückzugehen. Sag mir, was du siehst. Sag's mir. Boah. Ist es gruselig? Nee. Nein, das ist falsch, völlig falsch. Völlig auf den Kopf und umgedreht. Und falsch. Dann wollen wir nach oben gehen. Okay, wir haben jetzt hier nicht die Möglichkeit. Wo soll ich denn hin? Triebe aktivieren. Okay, aktivieren. Okay. Sah eher nach einem Deaktivieren aus. So, dann hoffen wir mal, dass das der Weg raus ist. Aufhören! Sofort aufhören! Nee, ich gewinne nicht du! Ich habe die Kontrolle! Du spielst nach meinen Regeln! Du und Alice! Tu, was ich sage! Tu sofort, was ich sage! Nein! Hm. Hat keiner gesehen, oder? Die Richtung springen. Och komm! Oh Leute, wie peinlich! Er springt von selbst irgendwie auch so komisch da in die Richtung. Das ist doch doof.
Ja, genau, jetzt. Also. Was hampelt er denn jetzt hier so komisch rum? Nochmal neu anleiten von dem hier. Also irgendwie hakt das jetzt hier. Jetzt aber. Rüber da. Hier rüber. So, wie? Ich schaff das jetzt hier nicht. So. Okay, ich mache hier was falsch. Ich guck mir das jetzt nochmal näher an. Bin eigentlich der Meinung gewesen, das wird so funktionieren. So, dann gucken wir mal, was wir da gleich noch so für Möglichkeiten haben, darüber zu kommen. Jetzt, siehst du, nicht genug Schwung gehabt oder was auch immer. Aber letztendlich sind wir jetzt schon wieder in so einem doofen Raum. Hier. Ah. Und. Dann zeig mir den Ausgang und dann geht's los. Ah. Da sind wir. Er kann, er wird, er muss nun gehen. Er kann, er wird, er muss nun gehen. Er kann, er wird, er muss nun gehen. Was halten? Ziel mit Umkehrer und Wettering erfassen. Aha. Ach, jawohl. Die kleinen Spielzeuge immer wieder. Keine Angst, du bist jetzt sicher. Die Polizei ist auf dem Weg. Ab jetzt wird alles gut werden. Nein, wird es nicht. Hm? Stufenanstieg. Und jetzt wählen wir uns hier. Ja gut, jetzt gehen wir mal hier den Reiter weiter, damit wir da dann auch noch hinkommen. So, dann können wir jetzt ja wieder weiter zu unserem Hauptziel.